Moin von Fehmarn. Ich bin Carsten und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich habe mir ja gestern diesen Fahrradpass Fehmarn geholt und habe mir dann gestern ein paar Strecken zusammengebastelt. Also ja, man kann es in zwei Strecken schaffen. Der eine oder andere wird es vielleicht auch sogar in einer schaffen. Aber ich bin ja ganz im Westen von Fehmarn und ich habe geplant, das Ganze in 3 Tagen zu machen, 3 Touren zu machen. Also 2 wären sicherlich auch möglich gewesen, aber ich wollte jetzt kilometertechnisch auch nicht übertreiben. Ja, ich bin dann unterwegs zu meinem ersten Stempel. Da war ich vorgestern schon. Wenn auch zu Fuß, weil ich wäre schon da gewesen. Und zwar am Wasservogelschutzreservoir Walnau. Ja, da fahre ich jetzt gerade hin. Bin auch schon fast da. Und dann hole ich mir meinen ersten Stempel ab. Ja, ich hoffe mal, es sind auch alle Stempel da und funktioniert alles. Also ich habe noch genau 3 Tage Zeit. Weil am Mittwoch will ich schon weg. Ich will aber ziemlich früh weg. Deswegen werde ich am Dienstag schon nichts großartig mehr machen, dass ich das meiste am Dienstagabend schon abgebaut habe. Dass ich montags nur noch das Schlafzeug und Zelt abbauen muss. Ah. So, hier am NABU-Zentrum soll der erste Stempel sein. Dann lasse ich mich mal überraschen. So, erster Stempel im Sack. Ja, der nächste Stempel ist dann am Flügger Leuchtturm. Ja, den hatte ich ja sowieso noch auf dem Zettel. Aber ich habe jetzt gar nicht alle Stempel so im Kopf. Da war gerade ein Reh. Dass ich jetzt sagen könnte, ich fahre von diesem zum nächsten, habe ich mir gar nicht so gemerkt. Ach doch, ich brauche eigentlich nur auf die Karte gucken. Weil die sind zwar durchnummeriert, aber die sind nicht irgendwie, also wenn man auf die Karte guckt, ist nicht unbedingt die 1 neben der 2. Ja, heute habe ich eine etwas andere Strecke zum Leuchtturm rausgesucht. Muss ja nicht jedes Mal nur am Deich fahren. Ja, der ist eigentlich auch nicht allzu weit weg. Also heute sind doch 11 Stempel auf der Tour. Also heute sind 11 Stempel auf der Tour. Also werden die auch
mit einer relativ hohen Schlachtzahl aufeinander folgen. Insgesamt sind es knapp unter 50 Kilometer, so wie ich es geplant habe oder wie Komoot es geplant hat. Ich sage ja in der Regel Komoot, wie er planen soll, damit ich nicht auf Wegen lande, auf denen ich nicht will. Ja, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Auf jeden Fall, da hinten ist der Flügger Leuchtturm auch schon in Sicht. Und wenn da nicht allzu viel los ist heute, gehe ich da auch heute hoch. Aber das entscheide ich dann vor Ort. So, jetzt bin ich fast am Leuchtturm, aber es sieht nach sehr vielen Leuten aus. Ja, zahlst du auch 5 Euro Eintritt für den Turm? Das ist dann die Frage. Obwohl, da oben sehe ich keinen. Ich schau mal. Ja, ich glaube, ich habe ein gutes Zeitfenster erwischt. Ein bisschen war zwar los, aber jetzt, wie ich da gerade losgefahren bin, kamen da jede Menge Leute. Also ich konnte zumindest ein bisschen was filmen. So, und jetzt geht's Richtung Ort, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil das ist ja nicht weit von hier, zum Hafenort, und da gibt es dann den dritten Stempel. Ja, und da vorne kommt dann schon Ort. Da gibt es dann im Hafen den nächsten Stempel. Muss ich mal gucken, ob ich den finde, weil soweit ich was weiß, ist da nur so ein Stempelkasten, und da musst du oder darfst du selber stempeln. Und dann der nächste müsste dann auch schon die Mühle sein, wo ich gestern war, wo ich auf das Stempelsammeln aufmerksam geworden bin. Ja, und weiter geht's am Deich entlang. Ich glaube, heute ist seit meiner Ankunft tatsächlich das schönste Wetter. Aha, da vorne kommt schon wieder der nächste Stempel. Geht jetzt Schlag auf Schlag, aber dann irgendwann sind sie dann jetzt auch bald weiter auseinander. Also der nächste soll dann bei so einem Bistro sein. Fahre ich jetzt mal hin. So, im Wanderpass steht irgendwas von Infozelle. Ach, da. Steht sogar von außen dran. So, jetzt geht's weiter Richtung Lemkenhafen, Richtung Mühlenmuseum. Also auch erst wieder am Deich entlang, und dann geht's, glaube ich, weiter über Land. Ja, da im Hintergrund kann man auch schon die Mühle erkennen, zumindest über den Bäumen die zwei Mühlenflügel.
Ja, habe ich mir gestern angeguckt, die Mühle. Wisst ihr natürlich, wenn ihr das Video von gestern gesehen habt. Und da bin ich auch auf die Stempelsammelei hier aufmerksam geworden. Ja, super. Ja, auch den Stempel habe ich im Sack. Müsste jetzt der 5. gewesen sein. Das heißt, die erste Hälfte für die bronzene Nadel, die habe ich dann schon mal zusammen. Aber 11 sollen es ja heute werden. Bis jetzt habe ich alle gefunden. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Ja, am Montag, für Montag habe ich nur eine Tour mit 4 Stempeln. Die bräuchte ich theoretisch nicht mehr für die goldene Nadel. Ich denke mal, die haben es mit Absicht so gemacht, dass du auch die goldene Nadel schaffen kannst, falls du mal einen Stempel nicht findest oder so. Oder falls mal ein Stempel geklaut ist, weil bis jetzt sind alle, bis auf einer, der bei dem Café, der war angebunden, also bei dem vorletzten, der war angebunden, aber jetzt sonst alle anderen, die man selber stempeln kann, die sind alle, könnte man theoretisch sich als Souvenir einstecken, aber da hast du nicht wirklich viel von, weil da ist einfach nur eine Zahl drauf. Und Fahrradwandern, Fehmarn. Also sehe ich nicht ein, warum man sowas als Souvenir nehmen sollte. Aber auch im Harz werden ja regelmäßig die Stempel geklaut als Souvenir oder weil sie da einfach nur Bock drauf haben, anderen Leuten eins auszuwischen. Naja. So, jetzt geht's Richtung Neu-Jellingsdorf zu so einer Ferienanlage oder sowas. Da bin ich mal gespannt, ob ich den Stempel finde, weil da steht irgendwas von wegen Torhaus und große Gartenkiste. Weiß ich nicht, ob ich bei jemandem auf der Terrasse soll. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, da habe ich mich gerade selber verarscht. Bin ich am Stempel vorbeigefahren, weil ich dachte, das ist nur so ein kleiner Schlenker, den Komoot da reingebastelt hat. Aber nee, den Schlenker habe ich selber da reingebaut. Der gehörte dahin. Naja, bin ich mal wieder 2,5 Kilometer zurückgefahren. Ja, den nächsten Stempel, den habe ich dann auch in so einem Fahrradgeschäft, beziehungsweise ich glaube, die haben da mehr Verleihfahrräder als Verkauffahrräder in dem Laden, aber nur gut. Und jetzt die nächsten Stempel, die liegen dann jetzt alle ein bisschen weiter auseinander, kann man ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Und jetzt komme ich auch so in eine Gegend, wo ich bis jetzt weniger war. Oder wo ich noch nicht so lang gefahren bin, die Strecken zumindest. So 6 habe ich jetzt, glaube ich. 11 brauche ich oder will ich heute. Das heißt, 5 kommen noch. So, den Stempel in Vattersdorf, den habe ich auch eingesackt, an so einer Ferienanlage. Und jetzt
geht's Richtung Puttgarden. Also da, wo die Fähre ablegt, nach Dänemark. Ja, eigentlich hatte ich vor, auch mal mit der Fähre nach Dänemark zu fahren. Aber da habe ich gesehen, mein Perso ist abgelaufen. Und also ich weiß, dass an den Fähren immer mal wieder Grenzkontrollen stattfinden und habe jetzt keinen Bock mit dem abgelaufenen Perso, auch wenn es EU ist. Mache ich beim nächsten Mal. Habe ich einen Grund wiederzukommen. Ja, da vorne hinter oder zwischen den Bäumen kann ich schon das alte hässliche Hotel an der Vogelfluglinie, also kurz vor der Fähre, erkennen. Diesen Klotz da und den Border Shop, den kann ich da auch schon sehen. Also bin ich auch gleich schon im Puttgarden. Ja, jetzt wird es dann ein bisschen entspannter von einem Stempel zum nächsten. Die kommen jetzt nicht mehr so Schlag auf Schlag. Ja, ich fahre jetzt hier schon seit Puttgarden am Wasser entlang, mehr oder weniger auf dem Deich. Aber bis jetzt waren so viele Leute hier unterwegs, konnte ich kaum die Kamera rausholen. Da sind noch 1,8 Kilometer, dann muss ich, glaube ich, links ab vom Deich weg. Ja, den vorletzten Stempel, den gibt es in so einem Lokal. Oder für mich heute vorletzten. Altes Zollhaus oder so heißt das Ding. Ja, ich hätte auch ganz gerne da gegessen. Aber die haben mich nicht verstanden. Ja, ja, Stempel. Ja, ja. Ja. Was willst du machen? Ja, ich fahre so ein bisschen mit Absicht hier unten unterm Deich, weil ich weiß, dass da oben der Deich, der ist zwar für Fahrräder freigegeben, aber nicht so gut befahrbar. Außerdem sind da auch wieder Schafe und die ganzen Spaziergänger, die sind auch da oben. Hier unten hast du nur Fahrradfahrer. Und hier ist geteert, hier kannst du rollen lassen. Ja, letzte Station für heute ist mal wieder Petersdorf. Irgendwie dreht sich bei mir alles um Petersdorf. Aber ich muss auch noch ein paar Aufbackbrötchen holen für morgen, beziehungsweise für die restlichen Tage noch. Dann trifft sich das ganz gut. Ja, irgendwo habe ich nicht aufgepasst. Irgendwo hätte ich abbiegen müssen. Ich habe die Strecke zwar selber geplant, aber ich weiß es nicht wo. Egal. Petersdorf finde ich auch so. Muss ich halt nur dann gleich mal nach dem Stempel dann suchen. Ja, den letzten Stempel für heute hole ich mir hier an der St. Johanniskirche, wo ich gestern die Tour beendet habe. Also ja, hätte ich mich gestern noch ein bisschen mit dem Fahrradpass auseinandergesetzt, hätte ich auf der Tour gestern schon ein paar mitnehmen können. Na egal. So, und ich werde auch heute das Video hier beenden. Ja, ist ganz witzig mit dem Fahrradpass hier. Denke mal, man kommt auf jeden Fall in Ecken, wo man vielleicht sonst nicht hinfahren würde. Von daher immer lohnenswert sowas. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.